Moin moin zusammen, hier ist euer Elektroboy, genau, mit seinem Loki Staffel 2 Trailer Reaktionsvideo. Also, seid gespannt, ich bin's auch. Wenn ihr noch nicht den Trailer gesehen habt, ich auch noch nicht. Und hier seht ihr meine Reaktion. Also, wenn ihr Bock habt, bleibt dran, jetzt geht's los. Loki Staffel 2, genau. Wir haben lange drauf gewartet und es ist natürlich eine Marvel Cinematic Universe Premiere, denn vorher, es gab noch nie eine Serie, jetzt gibt es neun, aktuell sind es neun Serien. Über Secret Invasion brauchen wir nicht mal reden, habe ich ein Video drüber gemacht. Ganz schnell vergessen, kann man nur so sagen. Das Ende, der Status vom Ende, lass uns überraschen, wie es weitergeht. Aber sonst war die Serie, naja, kein Vergleich zu den Comics. Genau. Hier auf jeden Fall Trailer-Reaktionsvideo Loki Staffel 2. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Nach dem Ende von Staffel 1, was richtig gut war, ja, kann man nur sagen, Wahnsinn, wie gesagt, wer. Es muss ja auch, so ein paar Spielplätzchen, es muss ja auch nochmal weitergehen. Ich sag, wie bei Multiverse und so, ja, und TVA und dieses ganze Drumherum. Aber auch nach dem Ende von Ant-Man and the Wasp Quantumania war es auch echt. Da haben wir ja Loki und Wilson das letzte Mal gesehen. Winston, genau. Mit einer Version von Kang, ja. Und darum bin ich ganz gespannt. Also. Aber wir wollen nicht groß um den heißen Brei reden. Da reden wir lieber drumherum, wie es... wenn wir den Trailer gesehen haben, auf jeden Fall. Ich bin nämlich auch ganz gehypt. Ich muss mich auch zurückhalten, dass ich diesen Trailer schnell genug sehen kann. Also legen wir jetzt los. Ja, gut. Kopfhörer auf. Und ab, die wir jetzt so den Sound ein bisschen hochnehmen. Und dann wollen wir mal gucken, was Loki Staffel 2 der Trailer zu bieten hat. Ja. Und jetzt geht's los. Oh. Da ist er. Da sind sie. Obi. Hallo? Obi. Oh. Wir haben ein kleines Problem und bräuchten eine zweite Meinung. Mobius! Oh ja. Wow. Schön, dich wiederzusehen. Oh. Das. Genau deswegen sind wir hier. Okay. Wow. Eine Zeitzone. Wie? Du hast einen Namen dafür? Ja. Du weißt, was das ist? Ja. Kannst du es abstellen? Nein. Zeitzerrungen sind in der TVA unmöglich. Klar, aber es ist doch gerade eben passiert. Zeitzerrung. Geil. Ja. Alter. Oh, Zeitzerrung. Ich wurde quer durch die Zeit gezerrt. Hin und her zwischen Geil. Vergangenheit und Gegenwart. Hallo. Oh. Wenn es wahr ist, was ich gesehen habe, dann steht nichts zwischen dieser Welt und ihrer kompletten Zerstörung. Lässt sich nur auf eine Art rausfinden. Gute alte Geil. Detektivarbeit. Geil. Wir haben nur andere Ansätze. Du bist ein Mann der Tat, was in Ordnung ist. Oh. Ich ziehe es vor, mit Intellekt und Bedacht vorzugehen. Der gut. Kuchen ist echt gut. 6. Oktober. Es ist an uns, alle zu retten. Ist das ein Sprung? Alles gut. Egal, was wir tun. Wir spielen Gott. Wir sind Götter. Hier regt der Zeitstrahl außer Kontrolle. Geil! Aber wie entscheidet man? Oh, hier, da ist er. Wer leben darf. Und wer stirbt. Triff deine Entscheidung. Da ist er. Das ist er. Lauft um euer Leben! Es kommt ein Krieg auf uns zu. Komm schon, du bist der Gott des Schabernacks. War ich schon immer. Werde ich auch immer sein. Alter Schwede! Das war schon ein bisschen übertrieben, findest du nicht? Ich fand's genau richtig. Halleluja! Halleluja! Alter Schwede! Ganz ehrlich.
ganz ehrlich, das ist endlich wieder eine Serie. Oder das ist echt die perfekte Fortsetzung. Also Staffel 1 war ja schon grandios. Das war ja mit für mich auch für die meisten eine mit der besten Staffeln, die das Marvel Cinematic Universe zu bieten hat. Aber das jetzt richtig geil. Auch hier den Hobby, dieser Bekannte, der hat auch bei Goonies mitgespielt, genau. Genau. Ich komme jetzt auf den Namen, welchen Charakter er gespielt hat. Das ist cool, dass er da mitspielt. Ich hatte das von vornherein schon gesehen. Aber das jetzt, ja. Das ist genial. Das ist genial. Also das ist echt, oh, das wird echt interessant. Vor allem, wie weit Kang da mit dem Krieg, wie der das mit drin hängt. Weil das muss ja, wir können ja gar nicht nach Zeit gehen. Wir können ja im Prinzip gar nicht nach Zeit gehen, weil ja Zeit so groß gar nicht existiert. Ja, das ist, ich will jetzt nicht drüber spekulieren, wie das jetzt weitergeht. Ich bin ja nun mal einer, der darauf reagiert, was das Ergebnis ist. Ich will nicht groß in Theorien Analysen machen. Auf jeden Fall haut mich das richtig, richtig um. Also der Trailer hat mich geflasht und da hatte ich schon lange keine Gänsehaut mehr. Also das war gut. Wir werden nicht weiter drüber reden, wegen Kang, wegen Jonas Mason, der aktuelle Status, wie sich das verhält. Ja, es geht ja jetzt hier um die Trailer-Reaktion und ich bin echt mehr als begeistert. Also da haben sie echt wieder alles gegeben. Es wurde auch mal Zeit. Abwarten. Naja, bis zum 6. Oktober haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Auf jeden Fall bin ich ganz schön geflasht. Also richtig genialer Trailer. Sehr geil. Super, gefällt mir. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr mal schreiben, was euch gefallen hat. Wenn nicht gefallen hat, schreibt auch in die Kommentare. Aber sonst bin ich echt sehr begeistert, ja. Das gefällt ein Elektroboy. Das gefällt ein. Nee, das war mein Reaktionsvideo. Ja. Wahnsinn. Ja, das wird gut. Freue ich mich echt schon extra drauf. Ich muss gleich immer mein Handy, meine Erinnerung setzen. So, hier diesen, wie viele Tage es noch sind. Genau, das war mein Reaktionsvideo. Wenn ihr mehr Reaktionsvideos sehen wollt von Marvel, aber auch von Marvel, von DC und was auch immer, was mir gefällt, dann lasst ein Abo da und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Genau, und wünsche euch was. Genießt den Moment, bevor es Erinnerung wird. Wir sehen uns spätestens am 6. Oktober bei der TVA. Mit Loki, dem Gott des Schabernacks. Macht's gut. Tschüss.